Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute gibt es mal wieder ein Waste of Money Video. Das letzte Mal waren wir ja verstärkt im Auktionshaus unterwegs und haben auf alle möglichen Servern mir T-Mog zusammengekauft. Dieses Mal habe ich auch wieder im Auktionshaus was gefunden und ich war ein bisschen auf der Dunkelmond-Jahrmarkt-Insel unterwegs, habe da ein wenig Gold gelassen und das werden wir uns jetzt mal zusammen angucken. Als allererstes habe ich hier ein mehr oder minderes Schnäppchen gelandet auf Blackmoor mit meinem Main-Char. Und zwar diese Brust hier, die Düsternis-Hüllenrüstung, die, ja, hier sagte mir irgendwas 400, 100k, 165k, je nachdem, also regionaler Marktwert sind tatsächlich 650k, sagt mir zumindest hier mein Addon TSM. Und wir haben es hier auf Blackmoor für 79.999 Gold und 56 Silber, also knappe 80.000 geschossen. Ist jetzt nicht ein super, super Schnäppchen, aber ein ganz netter Preis. Wir können nämlich auch mal gucken, wenn wir jetzt einmal reinschauen. Ich habe es hier einmal gesucht auf dem Undermine Journal. Und jetzt mittlerweile sind wieder ein paar mehr drin. Vor ein paar Tagen waren jetzt nur die teuren hier drin für 1 Million. Dann haben wir hier noch eins für 700.000, für 600.000. Es sind jetzt zwei günstigere drin. Eine auf Arigosa und eine noch auf Gorduni. Das ist ein russischer Server. Fragt mir nicht, warum ich das weiß. Da habe ich auch mir letztens einen Char gemacht, um Sachen zu kriegen. Hat aber nicht so geklappt. Goldhandel auf russische Server ist wie russisch Roulette. Das ist nicht so eine gute Idee. Genau. Auf jeden Fall, es sind im Moment 5 im kompletten EU-Bereich drin. Eines war auf Blackmoor drin. Habe ich gleich zugeschaut. Schlagen ist nämlich ein Zonendrop aus Burg Schattenfang und diese Sachen, Classic-Zonendrops, die wollt ihr nicht farmen. Das ist eine ätzende Angelegenheit. Das haben wir jetzt einmal hier für 80k uns geschnappt. Das würde ich sagen, lernen wir einmal. Oh, ich hätte den Sound nicht so laut machen sollen. Wir werden nämlich nachher noch andere T-Mog-Sachen uns holen. Machen wir den lieber nochmal ein bisschen leiser. Und ja, das ist das erste Item, was ich euch zeigen wollte. Heißt, 80k haben wir hier schon mal auf dem Tacho stehen. Diesmal arbeiten wir tatsächlich nicht mit der Tabelle, die ich das letzte Mal gebastelt hatte. Da haben wir ja alles Mögliche eingetragen, weil es sehr viele Items waren. Jetzt switchen wir einmal den Char. Und zwar locke ich hier um auf Equin. Und zwar auf meinen Hexenmeister, denn wir müssen uns nachher nochmal ein bisschen Stofftransmog holen. Was habe ich jetzt hauptsächlich gemacht? Und zwar, wir sind hier einmal auf einem anderen Char, auf meinem zweiten Account, hier auf einem Shami. Das hat nämlich eine Relevanz, dass der Kettengear tragen. Warum hat der hier bestimmte Slots nicht angelegt, merke ich gerade. Gut, nevermind. Auf der Dunkelmond-Jahrmarkt-Insel gibt es nämlich einen Haufen T-Mog, was man sich holen kann. Es gibt nämlich hier zwei Händler, und zwar einmal den Kollegen hier und einmal sie hier, und die haben T-Mog, ne? Und wenn wir jetzt hier mal drüber fahren, ihr seht 55.000, 49.000, diese Sachen kann man im Auktionshaus verkaufen. Sind relativ teuer. Und es sind nicht nur diese, was sind es denn, 8 Items, sondern es gibt für jede Klasse, zumindest die einen Classic Set hatte, ein Set. Und ihr seht, das sind sehr, sehr viele Sachen. Was sind das für Items? Das sind alles Nachbildungen von damals dem Tier 0,5 Set. Also in Classic gab es quasi einen Tier 0, das konntest du in den Dungeons kriegen, in den 5-Mann-Dungeons. Und dann gab es eine Quest, dann konntest du Tier 0,5 quasi nochmal upgraden. Diese Sets gibt es nicht mehr und jetzt gibt es halt Nachbildungen auf dem Dunkeln, oder die gibt es schon seit Jahren, ne? Seit es den Dunkelmond-Jahrmarkt gibt, konnte man sich die holen. Dafür braucht man immer diese Marken, die kann man sich auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt spielen. Für die Dailies kriegt ihr, glaube ich, immer eine Marke, also bis du 75 zusammen hast, dauert es relativ lang. Ich habe eine Zeit lang diese Sachen auch mit verschiedenen Twinks gefarmt und im Auktionshaus verkauft. Ob du die jetzt für 100k verkaufst, kriegst, sei jetzt mal dahingestellt, aber so 30, 40k vor ein paar Jahren habe ich immer mal wieder welche verkauft. Damit kann man schon ganz gut Gold machen. Und ich habe jetzt die Dinger nicht verkauft, sondern mir die selber geholt. Aber weil ich schon weiß, dass die im AH im Prinzip überteuert sind, habe ich mir die selber über bestimmte Währungen geholt. Und zwar kann man im Auktionshaus sich Items kaufen. Ich habe mir jetzt hier schon im TSM eine Shoppinglist zusammengestellt. Die kann man sich übrigens, gibt es da auch verschiedene Shoppinglists auf der TSM-Seite, da habe ich mir auch eine geholt und einfach die Fische noch mit reingebastelt. Es gibt nämlich hier, wie ihr seht, Items, die man sich einfach kaufen kann. Hier auf Lothar sind die sehr, sehr günstig. Ihr seht, die kosten teilweise hier nur 10, 20 Gold. Ich muss leider zu meinem Unvergnügen euch sagen, dass ich die auf anderen Server für deutlich mehr kaufen musste. Ihr könnt nämlich pro Dunkelmond-Jahrmarkt diese Items nur einmal abgeben. Also es sind Quest-Items, die kann man sich mal kaufen oder auch selber farmen.
und abgeben. Und es gibt dann immer zwischen 5 und 10 Marken pro Item. Und es ist gerade das Kinderspiel, jetzt sind die letzten Tage sehr günstig geworden. Ich habe das aber leider am Anfang, als das Kinderspiel noch nicht war, auf einigen Charts schon gefarmt. Denn ich habe insgesamt von diesen T-Mog-Items noch 110 offen gehabt. Und wenn ich mir die MAH gekauft hätte, ihr seht ja, manche sind da für 100.000 drin, manche für 30, 40k, manchmal kriegt man die auch für 10k, dann hätte ich einige Millionen ausgeben müssen. Ich habe mir alle Items über diese Tokens geholt und da konnte ich eigentlich im Schnitt ein Item für 8k bekommen. Ne? Wenn ihr jetzt die Preise hier anguckt, dann ist wahrscheinlich der Schnitt eher so 2, 3 oder 4k, weil die Sachen hier schon deutlich günstiger sind. Auf Lothar sind die Preise tatsächlich relativ human, was mich wundert. Auf Equin habe ich gestern und heute, glaube ich, für einen Teil teilweise 2000 gezahlt. Ne? Ist halt dann ein bisschen teurer, aber ist trotzdem noch weit unter dem AHA-Preis. So, werden uns jetzt die Dinger hier einmal kaufen. Also, das brauchen wir einmal, das Tagebuch, dann das Banner, dann die Eroberungsinsignie, dann den Kristall, dann kaufen wir das Eck einmal, die Waffe, das Buch, die Abhandlung und die Wahrsagerrune. Und dann habe ich ein Makro. Das kann ich euch mal zeigen. Das ist ein Dunkelmond-Jahrmarkt-Makro. Jetzt gehen wir mal einmal auf Makros und ihr seht, das ist halt so ein, so ein Command, ne? Den habe ich mir auch rauskopiert, den habe ich mir nicht selber erstellt. Den gibt es auch bei WoW Head oder ich kann ihn vielleicht auch unter das Video einmal posten. Und wenn ihr da drauf klickt, dann zeigt es euch einfach einen True oder False an. Wenn False steht, dann habt ihr eine gewisse Quest noch nicht erledigt. Zu der Quest kommen wir jetzt gleich mal. Und zwar können wir uns hier diese Dunkelmond-Durchmale kaufen. Davon brauchen wir nämlich 100 Stück. Gut, das kostet mich jetzt schon 2300. Also ihr, da seht ihr, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Was habe ich jetzt hier ausgegeben? Achso, ich habe vorher, ja, ich habe was eingenommen, weil ich das Gold rübergeschickt habe. Bitte. Ich glaube, ich habe ich 16.000 geschickt? Ich glaube, 16.000 oder so. Also ich habe 7.000 jetzt ausgegeben. Und hier waren die Preise sehr, sehr günstig, ne? Muss man dazu sagen. So, jetzt holen wir uns das Ganze aus dem Briefkasten raus. Ich habe zum Glück die Stanzpfeife dabei. Ich habe nämlich, also hier auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt gibt es nämlich keinen Briefkasten. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Heißt, wenn ihr hierher lauft, dann solltet ihr die Sachen euch vorher schon im AHA gekauft haben oder im Optimalfall so eine Stanzpfeife haben, dann könnt ihr das holen. So, ich hole mir jetzt diese ganzen Dinger und gebt die ab. Übrigens, das bringt auch relativ gut EP, also so ein halbes Level kriegt ihr. Wenn ihr das maxen, ausmaxen wollt, dann könnt ihr euch auch noch den Buff holen von dem Karussell. Also hier, warte, wir können das schon mal schnell machen. Also ich habe es mit den anderen Chars nicht gemacht, was mir eigentlich egal ist, mit den Twings. Aber wir können jetzt hier den Buff holen. Achso, ich muss so ein Ticket holen, ne? Und dann kann man hier reinhatschen und sich so einen Buff auf dem Karussell holen. Wir können jetzt mal kurz ein, zwei Runden fahren. Zack, ich glaube, Viertelstunde reicht locker. So, und jetzt können wir das Zeug abgeben. Und wir bekommen halt hier für Münzen, ne? Und wenn, dann könnt ihr euch dann das T-Mog holen und dementsprechend das selber lernen, wie es ich gemacht habe. Oder ihr verkauft, wie gesagt, man kann damit ganz gut Gold machen, sollte aber halt, wie es bei T-Mog klar ist, einen längeren Atem haben. Ne? Also ihr werdet nicht die Sachen heute kaufen und morgen verkaufen, sondern ihr werdet es wahrscheinlich über Wochen und Monate verkaufen, aber für relativ wenig Aufwand sehr viel Gold machen. Weil ihr könnt euch die Quest rauskaufen für 6, 7, 8, 9, 10k und können dann die Sachen vielleicht overall für 50, 60k verkaufen, wenn es gut läuft. Ne? Oder vielleicht auch für mehr, je nachdem, wenn ihr halt einen langen Atem habt. Also und der Zeitaufwand, das zeige ich euch jetzt auch, ist relativ minimal. Also ihr könnt die ganzen Quests hier abgeben. Eine haben wir jetzt noch. 70 Marken haben wir schon geholt. Dann haben wir hier noch eins. Dann sind wir insgesamt bei 80 Marken. Und jetzt haben wir diese Fische noch, ja. Die könnt ihr auch euch hier angeln, wenn ihr Pfennigfuchser seid, aber 100 Fische zu angeln, es dauert jetzt nicht ultimativ lang, aber ein bisschen schon. Wir holen uns nämlich jetzt hier bei dem Händler die Schatzkarte. Der ist hier an dem Pier und das ist quasi diese Blutelfin, ne. Also die hat diese Schatzkarte. Galissa Sonnentau schimpft sich die. Und das ist aber eine Geschichte, die ihr nur einmal machen könnt. Also die anderen Quest-Items, die ich gekauft habe, die könnt ihr so oft machen. Also ihr könnt ihr jeden Dunkelmond-Jahrmarkt pro Char einmal machen. Deswegen, ich habe ja 90 Chars, die auf Level 50 sind. Und dementsprechend habe ich das mit fast allen gemacht. Denn mir haben insgesamt 110 Items gefehlt. Ne? Und da ich das in einem Dunkelmond-Jahrmarkt jetzt hier durchziehen wollte, habe ich halt geguckt, dass ich wirklich, also mit fast jedem Char war ich drin. Wenn ihr nämlich diese Karte euch holt, dann kriegt ihr nämlich noch 100 Abzeichen extra, ja. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Dann habe ich halt nicht nur die 80,
sondern 180. Es ist so, die großen Teile, also Brust, Kopf und Schultern, die kosten 75 Tokens. Dann könnt ihr euch zwei Teile kaufen, wenn ihr die 180 habt. Und die kleinen Handgelenke, Gürtel und so, die kosten 55. Da könnt ihr euch theoretisch drei kaufen. Nicht mit allen Chars hatte ich tatsächlich hier die... diese Quest nur offen mit den Fischen. Ne? Mit einigen hatte ich das schon gemacht, weil ich damals ja, wie gesagt, hier auch so ein bisschen geschäftstätig war und da ein bisschen Gold mitgemacht habe. Ihr seht, für diese Schatzkarte müssen wir jetzt einfach an vier Plätze hin und so Sachen looten. Wichtig ist, wenn die Quest hier einmal aufploppt, nehmt die an, sonst müsst ihr am Ende reloggen, weil die wird automatisch abgegeben und das buggt dann. Ne? Das ist dann immer ein bisschen blöd. So. Zwischenrein bin ich dann auch hier über diesen Goblin, über diesen diese gnomische Gnomenstreiter. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine. Also diesen Gnomenstreiter da drüber gelaufen, dann ist man noch ein bisschen schneller. Wenn ihr das hier irgendwie 20, 30, 40, 50 oder wie ich fast 90 Mal gemacht habt, dann entwickelt ihr so ein bisschen den Speed-Modus und wisst genau, wo ihr hinlauft. Jetzt müssen wir nämlich hier noch einen sammeln am Eingang vom Dunkelmond-Jahrmarkt und dann kannst du unten ins Portal gehen, landest gleich oben und bist dann direkt vor dem Teil. Das ist nämlich hier bei der Flagge und das sieht man extrem schlecht. Wo haben wir es? Hier ist es. Das ist das vorletzte und eins müssen wir jetzt quasi hinter noch in die Insel. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht verkacke mit dem Springen, weil der Shami, der hat keinen langsamen Fall oder andere Sachen und das ist dann immer ein bisschen tricky. Genau. Also insgesamt habe ich jetzt halt geschaut, dass ich mit jedem Char diese Marken sammle. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele Items es genau gibt, ja, aber es sind auf jeden Fall einige. Und 110 hat mir jetzt tatsächlich noch gefehlt. Wollen wir jetzt mit dem Mount das mal so? Ich weiß jetzt nicht, tu mal lieber das Mount mal ausmachen. Wenn ihr hier nämlich das übers Wasser laufen drin habt, dann kann es sein, dass ihr auf dem Boden aufplumpst und tot seid. Und der Friedhof ist halt irgendwo hier und dann könnt ihr komplett dahinter laufen. Maximal nervig. Es ist mir das ein oder andere Mal passiert, ne? Aber es ist schneller, da runter zu springen, als wieder hier außen rum zu laufen. Genau. Und ich habe jetzt etwa gerechnet, im Schnitt brauche ich, um ein Item zu kaufen, um die 8000 Gold. Heißt, ich habe mir jetzt fast die 110 gekauft. Also mit den 110 zusammen sind wir dann bei 880.000. Das ist nicht genau der Wert, den ich gezahlt habe für die Sachen. Auf dem einen Server waren die Dinger teurer. Zum Beispiel, wie gesagt, hier vorher auf Equin habe ich für jedes Teil 2000 gezahlt. Ne, wenn du da 8 Teile kaufst, 8 mal 2000 bist du schon über 16.000. Die Fische haben, glaube ich, auch nochmal 3k gekostet. Und hier auf dem Server Lothar ist es sehr, sehr günstig. Ne? Das Ding ist aber, da ich den Dunkelmond-Jahrmarkt fertig machen wollte, dachte ich mir, komm, jetzt dann zahlst du halt auf dem einen Server ein bisschen mehr. Wesentlich besser, als die direkt im Mana zu kaufen. Also haben wir overall so um die 880.000, die ich in etwa ausgegeben habe, plus die 80k von der Brust, sind wir bei 960.000 Gold. Und jetzt ist es so, dass mir, das ist hier bei Festtage, Dunkelmond-Jahrmarkt Verkäufer drin. Jetzt ist es so, dass mir hier noch zwei Teile fehlen. Mir fehlt einmal noch eine Schulter, die kostet 75 Marken. Die kann ich quasi mit dem Shami lernen. Und deswegen sind wir auf den Hexer gelockt. Mir fehlen noch Hände. Die kosten 55k. Und die kann ich dann auf den Hexer rüberschicken und mit dem lernen. Und dann müssten wir tatsächlich hier beim Dunkelmond-Jahrmarkt zumindest mit den Items durch sein. Jetzt stellen wir hier einmal um. Und zwar, am Anfang ist das Stoffki. Hier müssten die Handschuhe dabei sein. Da haben wir sie. Und dann müssten wir hier irgendwo Ketten geben. Ihr seht schon, das ist wirklich einiges. Platte. Irgendwo müsste noch ein Kettengedöns sein. Ah, da haben wir die Kettenschultern. Halt, die kann ich nicht kaufen. Ich muss erst die Box aufmachen. So. Da haben wir die Box. Da sind nämlich noch ein paar Marken drin. Die 100, die ich gesagt hatte. Also, das lohnt sich richtig. Wenn ihr noch Chars habt, die Dinger nicht gemacht haben, also diese Quest, das auf jeden Fall mitnehmen. So. Also, dann nehmen wir das hier mit. Dann porten wir uns einmal hier, oder warte mal, wir lernen das erstmal. Übrigens, mittlerweile ist es so, dass ihr kosmetische Items seit Patch 9.1.5 nicht mehr anlegt, sondern automatisch lernt. Ich kann euch das mal zeigen, ich setze es ein. Also ich muss noch Ja klicken und ich ziehe es nicht an, sondern es ist einfach weg und es ist quasi gelernt. Ist nur eine kleine Sache, ne? Aber ist nett, weil ich denke mal, dem einen oder anderen ist es schon so gegangen, jetzt zieht so ein T-Mox-Seil an, hat das dann vergessen, hat dann die ganze das falsche Item an. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum der Char hier die Hälfte vom Gear nicht angelegt hat. Ist mir aber relativ egal, den spiele ich sowieso nie. Ja, das ist einer von meinen x-ten Chars. Und ja, ich glaube wegen T-Mog, oder? Hat er mal irgendwas. So, dann schicken wir jetzt
zu meinem... Jetzt muss ich bloß kurz gucken, wie der Char heißt. Ich glaube, ich bin schon eingeloggt. Nicht, dass es jetzt im Falschen schickt. Mentionina heißt der. Okay. Schicken wir das noch rüber. Und das ist nämlich jetzt hier... Sind es die Handschuhe? Dann müssten wir das auch fertig haben. Ich hoffe jetzt, dass ich es an den richtigen geschickt habe, ne? Also es müsste auf jeden Fall das letzte Item sein. Genau, jetzt sind es nur noch die Handschuhe. Und das andere, was auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt dann noch am Start ist, ist quasi so ein Set. Da musst du aber einen bestimmten Wappenrock aus dem Scharlachroten Kloster haben. Da gibt es nämlich zwei Sets. Einmal eins für Platte und einmal eins für Kette. Anscheinend habe ich mir das mit einem Kettenschar den Umhang schon mal geholt. Und jetzt müsste ich ihn halt nochmal mit einem Plattenschar holen. Die Geschichte ist aber, dass der sehr kacke droppt. Also ich habe wirklich Tage und Wochen damals gefarmt, weiß ich noch, mit meinem Hunter. Und ja, den müsste ich mir halt irgendwann nochmal mit einem Plattenschar farmen. Da musst du nämlich den Wappenrock anhaben. Und nur wenn du den Wappenrock anhast, kannst du bei dem Händler hier das Set kaufen, was 10.000 Gold kostet. Ne? Das wäre dann das andere Item, was ich mir dann noch kaufen kann. Das mache ich aber irgendwann mal demnächst, würde ich behaupten. Ja, da müssen wir mal schauen. So, das ist jetzt irgendwie immer noch nicht in der Post drin. Anscheinend habe ich es verkackt. Warum auch immer. Gut, vielleicht muss ich da nochmal reloggen. Aber ihr habt ja gesehen, das haben wir zumindest fertig. Und ja, damit wären wir tatsächlich durch mit dem kleinen Collection-Update. Beziehungsweise mit dem Waste of Money war es ja jetzt in dem Fall. Collection-Update, so ein bisschen was von beiden. Und ja, dann sind wir wieder eine knappe Million ärmer, die wir wieder reinholen müssen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.